Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag auf Kuckuck TV. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder bei uns im Kanal vorbeischauen. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, Demenzsupport Stuttgart hat vergangenes Jahr die Aktion Herzenswunsch gestartet, aus der zwei Gewinnerinnen hervorgegangen sind. Einmal Margot Eisele aus Stuttgart und Jutta Reinhold aus Schwerin. Der Herzenswunsch von Frau Eisele wurde bereits dieses Jahr erfüllt. Blieb also nur noch der Wunsch von Jutta Reinhold offen und dieser wurde nun auch erfüllt. Sie wünschte sich nämlich einen Ausflug ins alte Land nach Hamburg, um dort gemeinsam mit ihrem Enkel Äpfel zu pflücken. Und wir schauen uns heute an, wie sie ihren Traumtag im alten Land verbracht hat. Wir haben auch noch ein Picknick für Sie vorbereitet, ja, damit Sie sich erstmal stärken können und danach ja, Äpfel pflücken Dank, können. Danke, ja. Ich weiß nicht, wer mag denn, oder pflücken ja, Sie die Blumen? Ich nehme die hier drauf, ja. Vielen Dank. Mhm. Herrlich, das duftet auch. Oh. Ja, wir müssen aber stark sein. Ja. Aber es schafft. Heute ist ein wunderschöner Tag für mich. Ich habe meine liebe Familie ist bei mir, die ich ja sonst auch nicht jeden Tag sehe. Aber heute, sie haben mich alle ja so liebevoll begrüßt und bedient, was für mich ganz ungewohnt ist. Aber ich bin ja jetzt auf Hilfe angewiesen. Aber das ist alles nicht so schlimm, wenn man, so wie ich, sich artikulieren kann und wenn man auch noch die Nahrung, die wir täglich benötigen, zu sich alleine nehmen kann. Zum Wohl. Zum Wohl, meine Liebe. Einen ganz tollen Trecker. Jetzt werden gleich Äpfel gepflückt. Guck mal, die schönen roten hier. Ja, jetzt geht's los. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und konnte es gar nicht glauben, da es ja die erste Aktion Herzenswunsch von der Demenz Support Stuttgart war. Und habe mich einfach aus tiefstem Herzen für sie gefreut und dass sie dieses Jahr einfach dabei sein kann, wenn wir zusammen mit dem kleinen Enkel Justus Äpfel pflücken gehen, weil letztes Jahr war sie sehr traurig, dass sie nicht dabei sein konnte. Und dieses Jahr wurde ihr Herzenswunsch erfüllt, dabei zu sein. Dankeschön. Ja, das reicht, mein Schatz, ja, das reicht. Du kannst aber fein sprechen. Oma freut sich schon, wenn du in die Schule kommst. Dann kauft Oma dir einen Schuh. Ranzen und dann eine Schultüte und Mama und Papa kaufen da schöne Sachen, die da rein können. Das fühlt sich wunderbar an, weil ich ja auch meine Kindheit verlebt habe auf einem Dorf bei meinen liebevollen Großeltern und dort habe ich auch immer nach meinen Möglichkeiten, ich war ja ich war so 5, 6 Jahre immer gepflückt im Garten, das Obst. Doch, schmeckt. Schmeckt gut. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine sehr, sehr schöne Aktion, sich einen Herzenswunsch erfüllen zu lassen oder ja, einfach auch mal aus dem Alltag dadurch auszusteigen, gerade wenn die Zeiten etwas bewegter sind. Und würde das auf jeden Fall empfehlen, an der Aktion der Demenz Support Stuttgart teilzunehmen. Für mich ein absoluter Herzenswunschtag. Es ist schön, Jutta Reinhold glücklich und zufrieden zu sehen.
Nochmals einen herzlichen Dank an den Herzapfelhof nach Hamburg für die gute Zusammenarbeit. Die Aktion Herzenswunsch der Demenz Support Stuttgart findet auch in diesem Herbst wieder statt. Der Aktionsstart ist am 12. Oktober. Weitere Informationen hierzu gibt es zeitnah auf der Webseite der Demenz Support Stuttgart. Liebe Zuschauer, wir sind nun am Ende unseres Beitrags angekommen. Wenn Ihnen dieser gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Und wenn Sie keine weiteren Videos mehr von uns verpassen wollen, aktivieren Sie die Glocke und Sie werden automatisch informiert, sobald ein neues Video von uns online ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.